Hallo lieber Zwilling und willkommen zu deinem persönlichen Orakel für den restlichen Februar 2021. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Orakel für die Sternzeichen wieder für den restlichen Monat Februar und du erfährst jetzt quasi wirklich in diesem Orakel, was der Rest des Monats Februar auf dich wartet, was auf dich zukommt und womit du auch rechnen darfst, beziehungsweise was eben vielleicht auch wichtig ist. Und du siehst jetzt vor dir wie immer, so wie ich das immer mache, drei Tarotkarten und die geben dir einen groben Einblick in den restlichen Monat Februar. Und dann werde ich noch ein paar Karten für dich ziehen, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Und genau. Und ich sage natürlich jetzt auch wie immer, denk daran, dass es ein ganz allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden zutreffen kann. Du wirst dann schon wissen, wenn es dein Orakel ist, wenn es dann vielleicht eingetroffen ist oder vielleicht auch nicht, ja. Denk daran, wie gesagt, es ist allgemein und falls du da feststellen solltest, es hat nicht gepasst, schau doch ganz einfach, wenn du möchtest, was dein Aszendent ist oder was du für ein Mondzeichen bist. Vielleicht ist ja da etwas für dich dabei, was dann eben passt, aber ich möchte damit auch einfach sagen, du allein entscheidest über dein Leben, die Karten sind Wegweiser und wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, was du natürlich daraus machst. Alles ist wandelbar, alles kann man verändern, ja? Okay, das ist eben das, was ich damit noch sagen wollte. So, lieber Zwilling, aber jetzt zu deinem Orakel. Ich würde sagen, wir beginnen mit deiner ersten Karte. Und da hast du die 10 der Schwerter. Okay, hier geht es wirklich um ein Ende. Vielleicht sogar auch um eine Niedergeschlagenheit. Also bei einigen Zwillingen von euch, da habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr wirklich am Boden seid, wirklich niedergeschlagen, am Tiefpunkt vielleicht sogar auch angekommen. Ja, aber man darf nicht vergessen, die 10 der Schwerter, das ist das Luftelement, die Schwerter. Es kann natürlich auch sein, dass das wirklich alles in deinem Kopf stattfindet. Es heißt jetzt nicht, dass es nicht real ist, was du gerade durchmachst. Ich kenne dich jetzt gerade nicht, aber ich will damit sagen, oftmals ist es so, dass wir die Dinge unnötig dramatisieren, ja, als sie ohnehin schon so sind. Weißt du, wie ich das meine? Aber ansonsten wirklich, wie gesagt, die 10 Schwerter, die stehen immer dafür, dass etwas wirklich zu Ende geht, dass man wirklich am Boden angekommen ist und von da aus geht es dann sozusagen nur noch aufwärts. Aber wie gesagt, es steht wirklich für die Niedergeschlagenheit, für das Ende einer Situation, für einen Schlussstrich. Aber wir warten mal gucken, lieber Zwilling, womit das hier noch zu tun hat. Da hast du hier, siehst du, da haben wir schon den Neuanfang und noch eine Schwertkarte, nochmal das Luftelement. Und hier ist das Asterschwerte und wir haben hier sozusagen Ende, Anfang, ja. Ende, Anfang. Wir haben hier die 10 und wir haben hier die 1 sozusagen. Also geht es hier um das Thema Ende, Anfang. Ansonsten stehen die... Ich bekomme wirklich so rein, dass deine Situation sich klären wird. Das wird sich alles aufklären. Ja, es kommt zu einem Neuanfang. Du bekommst neue Ideen, du bekommst neue Eingebungen oder Klarheit, wie du jetzt zukünftig mit deiner Situation umgehst. Beziehungsweise wirst du dann wirklich auf einmal dann Lösungen auch finden. Ja, wie gesagt, du wirst aus deiner Situation definitiv herauskommen, lieber Zwilling. Das ist wirklich das, was ich sehe. Ja, Ende, Anfang sozusagen. Also du wirst ja auf jeden Fall neue Kraft schöpfen. Du, ja, genau, so bekomme ich das rein. Gucken wir uns mal die dritte Karte an. 8 der Kelche sind das. Okay, hier geht es wirklich darum, dass du jetzt, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, deinen Hintern bewegen sollst. Ich glaube, dass du dich selbst auch in diese Situation hineingebracht hast. Das ist einfach das, was ich fühle, weil wir allein entscheiden über unser Leben, ja, und wenn andere über uns entscheiden, dann nur, weil wir es zulassen, ja. Also, lieber Zwilling, du hast wirklich die Macht, aus dieser Situation herauszukommen, ja, sofern du es natürlich möchtest, weil die Chance dazu ist definitiv da. Du hast ja die Chance auf einen Neuanfang. Du hast die Chance, hier wirklich etwas zu klären, Klarheit zu bekommen, wie auch immer. Vielleicht geht es aber auch um darum, dass du Klartext reden sollst, weil wie gesagt, das ist jetzt zweimal das Luftelement, also geht es um das Thema Kommunikation oder halt um die Gedanken. Also es kann auch sein, dass es hier wirklich Klärung bedarf in deiner Situation, in welcher du auch immer gerade steckst. Das kann jetzt in der Partnerschaft sein, das kann jetzt im beruflichen Bereich sein, Freundschaft, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht sogar auch in der Familie. Ja? Auf jeden Fall geht es vielleicht sogar auch darum, dass du irgendeine Situation jetzt verlassen musst, die einfach nicht mehr länger gut für dich ist, und du jetzt einfach auch mal sagst, weil die Karte ist in der Mitte, das heißt für mich, okay, du musst ja wahrscheinlich etwas ansprechen, etwas endlich aussprechen, ja, damit sich eventuell sogar auch mal etwas verändert, lieber Zwilling. So bekomme ich das wirklich rein, ja, genau. Wir gucken weiter, halt hier oben, so.
So, Zwilling, lieber Zwilling, wir schauen mal. Und dadurch, dass ihr Zwillinge ja sowieso schon sehr, sehr das Luftelement seid, seid ihr ein bisschen mehr wie die anderen noch, sowieso sehr im Kopf und sehr nachdenklich vielleicht sogar auch. Ihr grübelt wahrscheinlich auch zu viel oder du grübelst zu viel. Und das könnte natürlich auch ebenfalls der Grund dafür sein, dass du eben wirklich sehr, sehr niedergeschlagen bist. Weil oftmals ist es wirklich so, dass unsere Gedanken schon uns in eine Situation bringen können, in die wir eigentlich gar nicht hinein wollten. Weißt du? Also glaub nicht alles, was du denkst und pass ein bisschen auf deine Gedanken auf. Na, weil wir haben hier die 10, was eine 1 ist und hier haben wir auch nochmal eine 1. Also das bedeutet, bitte pass auf, was du denkst. Ja, weil es kann nämlich sein, dass du jetzt in einer Situation bist, wo du Dinge schneller manifestierst als sonst. Ja? Okay, jetzt schauen wir mal, lieber Zwilling, was hier noch kommen möchte für dich. So. Okay. Eine möchte ich noch. Das ist Mars mit Kraft. Okay, hier haben wir Mars. Und das ist so ein bisschen so diese Kampfstimmung, so ein bisschen, ne? Weil Mars steht so ein bisschen für diese Aggression, für diese Kampfeslust, für diese Kriegeslust eventuell, für Aggression, habe ich glaube ich schon gesagt. Also da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Pass bitte aber auch auf, lieber Zwilling, dass du andere nicht verletzt, weil wir sehen hier wirklich jemanden, der wirklich von Schwertern erstochen wurde. Also sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklich Verletzungen. Und ich glaube, dass das wirklich nicht unbedingt physische Verletzungen sind, sondern auch verbale. Ich glaube hier, entweder hat man dich hier wirklich verbal verletzt oder du neigst dazu, andere zu verletzen verbal. Also pass da ein bisschen auf, ne? Weil wir haben hier Mars. Und der steht ja wirklich für Aggressivität, für Kriege, so ein bisschen, für diese Kampfeslust, ne? Also, das ist einfach das, was damit gemeint ist. Also, da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, damit du andere nicht irgendwie, ja, böswillig verletzt, ne? So, die nächste Karte, da hast du hier Libra, I balance. Und das ist Waage. Ich gleiche aus oder ich balanciere sozusagen. Und hier geht es um das Thema, man sieht es hier so ein bisschen auf der Karte, hier geht es um das Thema Partnerschaft. Hier geht es wahrscheinlich wirklich lieber Zwilling, du bist wahrscheinlich in einer Partnerschaft und wo es wirklich gegenseitige Verletzungen gibt oder gegeben hat. Vielleicht ist es so, dass es eventuell sogar auch zur Trennung kommt, dass du jetzt wahrscheinlich wirklich das Zepter, das Schwert in die Hand nimmst und nun selbst entscheidest, dass du gehst aus dieser gewalttätigen Beziehungen. Also mit Gewalt meine ich nicht unbedingt die physische Gewalt, sondern vor allem die verbale. Und hier haben wir auch wieder das Luftelement. Waage ist das Luftelement. Also geht es wahrscheinlich wirklich hier um die verbale Gewalt. Also da, lieber Zwilling, ist es wirklich so, dass du jetzt, weil du hast das Ass der Schwerter in der Mitte, es geht darum, dass du jetzt sagst, was los ist, dass du jetzt den Schritt gehst, auch wenn es schwer fällt, und diese Situation, diese Beziehung in dem Fall verlässt. Lieber Zwilling, darum geht es jetzt. Ja, Waage steht natürlich auch für das Thema Gerechtigkeit, also alles, was mit Gerechtigkeit und Fairness zu tun hat. Vielleicht ist es auch eine rechtliche Angelegenheit oder eine gerichtliche Angelegenheit, man weiß es jetzt nicht. Aber ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dadurch, dass eben auch die 8 der Kelche gefallen sind, glaube ich, dass du jetzt eine Situation hinter dir lässt, was dir eigentlich nicht wirklich leicht fällt. Und hier haben wir ja auch die Nummer 19. Und die 19, das ergibt ja, also 1 plus 9 ist ja 10, ne? Und das ist auch wieder die 10 und hier haben wir die 10. Also hier geht es darum, wirklich etwas zu beenden, etwas zu vollenden. Ja. Okay. Krass. So, gucken wir weiter, liebe Waage. Lieber Zwilling, vielleicht hast du es auch mit einer Waage-Person zu tun, vielleicht auch mit einem Widder, man weiß es nicht. Okay, lieber Zwilling, wir schauen. So, Zwillinge, der Rest des Monats Februar, schauen wir mal. Nee, die möchte ich nicht. Die wollte ich jetzt auch nicht. Das sind, sind immer zwei Karten gefallen und wenn zwei rausfallen, nehme ich die eigentlich selten.
So. Okay. So, was haben wir hier? Flexibilität. Ja, hier geht es darum, Flexibilität zu beweisen in deiner Situation, in deiner Beziehung oder wie auch immer. Also was für mich einfach auch heißt, lerne mit den Situationen umzugehen, wie sie dir gerade gegeben werden oder wie sie dir gerade so sozusagen entgegenkommen. Also da muss man jetzt wirklich Flexibilität beweisen und vielleicht nicht unbedingt immer so starrsinnig sein. Vielleicht ist es so, dass einer in eurer Beziehung, vielleicht sogar auch du, unbedingt recht haben möchtest. Und da geht es auch einfach mal darum, ein bisschen flexibler zu sein und auch mal so ein bisschen mehr auf den anderen eingehen, sozusagen, oder mehr darauf auch hören, was der andere zu sagen hat. Na? So bekomme ich das rein. Okay, die nächste Karte. Neuanfang. Das ist doch schön. Also, lieber Zwilling, dich wartet hier trotzdem auch ein Neuanfang. Vielleicht sogar geht es wirklich nicht unbedingt um das Thema Trennung. Das muss nicht mal unbedingt sein. Aber nachdem hier einige Dinge ausgesprochen wurden oder du einfach mal gesagt hast, wie es ist oder wie du dich eigentlich wirklich fühlst, weil wir haben ja auch die Gefühle hier, ja. Ich glaube, dann kannst du wirklich vielleicht in deiner aktuellen Partnerschaft sogar auch einen Neuanfang oder einen Neubeginn erleben, sozusagen, dass eure Beziehung sozusagen da wieder lebendig wird oder auflebt. Ne? Das kann auch sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass dich nach dieser Beziehung, nachdem du das beendet hast, dann wirklich ein Neuanfang erwartet. Ja, dass du da wirklich, dass hier die Wege offen stehen, dass du da wirklich flexibel bist in dem oder mit dem, was da jetzt auf dich zukommt. Ist auch auf jeden Fall schon mal schön. Okay, schauen wir weiter. So. Die eine Karte ist runtergefallen, die hebe ich gleich auf. Okay, das war's. So, ich hebe die Karte mal auf, die als erstes gefallen ist. Okay. So, da haben wir Surrender. Ja, das passt ja. Das ist die Ergebenheit oder sich hingeben. Also hier geht es darum, dass du dich einfach deiner Situation wirklich erstmal so hingibst, so wie sie gerade ist. Denn anscheinend kann man da nicht viel ändern, bis auf dass du die Situation verlässt, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du dich vielleicht gegen irgendetwas wehrst. Ja. Gegen irgendetwas wärst, was dir da nicht so ganz in den Kram passt, will ich. Also, ne? Also hier geht es darum, dass du wirklich dich hingibst. Auch wenn du im Moment vielleicht nicht wirklich weißt, wie du da rauskommen sollst aus dieser Situation oder Beziehung, hier geht es darum, dass du wirklich Vertrauen haben sollst. Und mir fällt hier auf, wir haben hier die 26, was eine 8 ist, und hier hast du auch eine 8. Und die 8 bedeutet eben auch, dass du, dass die Dinge eben wirklich genau so kommen werden, wie sie kommen sollen. Ja, und das ist bei dir wirklich sozusagen der Fall. Hier geht es darum, dass du jetzt wirklich dich hingeben sollst, dass du flexibel sein sollst bei dem, was ich dir jetzt geben, also bis ich, bei dem, was ich dir, was sich da bei dir ergeben wird. Jetzt habe ich es. Und der Neuanfang, lieber Zwilling, der ist ja definitiv da. Gucken wir uns mal die nächste Karte an. Da hast du die Anziehung. Okay, die 44, was eben auch eine 8 ist, schon wieder interessant. Und hier geht es darum, dass du jetzt wirklich, hier geht es um das Thema Anziehung. Also ich habe das Gefühl, dass du wirklich den Neuanfang sozusagen wirklich anziehst. Vielleicht sogar auch wirklich den Neuanfang in einer Partnerschaft. Oder vielleicht ziehst du auch wirklich eine neue Partnerschaft an. Und deswegen, weil du einen neuen kennengelernt hast oder kennenlernen wirst, verlässt du die alte, wo es sozusagen wirklich verbale Gewalt gibt. Ja, das kann jetzt ja wirklich der Fall sein. Aber die Anziehung bedeutet für mich aber auch, dass du das anziehst, was du eben tust, was du denkst und so weiter. Du kennst ja wahrscheinlich das Gesetz der Anziehung, ne? Also, du ziehst quasi das an, worauf du dich konzentrierst. Ja? Und ich glaube, hier geht es. Ich sage nicht, dass sich hier irgendwas manifestieren wird für dich, lieber Zwilling. Das sehe ich nicht, weil ich habe jetzt keine Anzeichen davon, dass sich irgendetwas manifestiert oder dass irgendwas in die Realität kehrt. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber du wirst ja auf jeden Fall ganz, ganz sanft und liebevoll darauf hingewiesen, dass du jetzt mehr denn je auf deine Gedanken achten sollst. Und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja, weil deine Gedanken und deine Worte haben jetzt, gerade jetzt hier so Ende Februar, mehr Macht denn je. Also pass unbedingt darauf auf, was du denkst, was du sagst. Ne?
denn du ziehst das hier unmittelbar an. Okay, gucken wir weiter. So, lieber Zwilling. Okay, sehr schön. So, da haben wir Vertraue. Das passt doch hier zur Surrender, sich hingeben, ergeben. Deine Gebete verwirklichen sich. Bleibe positiv und folge deiner inneren Führung. Also, lieber Zwilling, du kannst wirklich darauf vertrauen, dass wirklich alles so kommen wird, wie es kommen soll. Das ist nämlich auch das, was die Nummer 8 aussagt in der Numerologie oder in der Nummer der Engel sozusagen. Ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, habe ich mir mal schlau gemacht. Und hier geht es darum, dass du darauf vertrauen sollst. Alles wird so kommen, wie es kommen soll. Du kannst dir mit einem Neuanfang rechnen und alles wird dir sozusagen wirklich gut werden. Du kannst aus deiner Situation oder Beziehung raus, ja. Du wirst ja definitiv auch unterstützt, ja. Also bleibe positiv und folge deiner inneren Führung. So, lieber Zwilling, um das Orakel jetzt mal abzuschließen, habe ich jetzt hier noch Astrologiewürfel. Und da gucken wir, was dir noch geboten wird den restlichen Monat Februar, was auf dich zukommt, mit was für ein Sternzeichen du es eventuell zu tun bekommen wirst oder zu tun hast. Und da gucken wir mal, was dir der restliche Monat noch bringt, Februar. Was erwartet den Zwilling im restlichen Monat Februar? Okay, da haben wir hier das 11. Haus. Wir haben Löwe. Vielleicht hast du einen Löwe oder hast es mit einem Löwen zu tun. Und Mond. Genau. Mond steht ja auch immer so ein bisschen dafür, dass die Dinge nicht unbedingt immer so, wie sie nach außen hin scheinen. Und da bekomme ich jetzt Folgendes rein, lieber Zwilling. Auch wenn die Dinge sind nicht so, wie sie nach außen hin scheinen. Deine Situation mag äußerlich vielleicht wirklich kritisch erscheinen oder sehr chaotisch sein, aber sie ist nicht wirklich. Du siehst noch nicht, was wirklich, was hinter den Kulissen geschieht. Weißt du? Du siehst jetzt zwar, oh Gott, meine Beziehung ist scheiße oder mein Beruf, da läuft, da ist es total chaotisch, ich habe keine Macht darüber, es ist alles bescheuert, meine. Na, und so weiter und so fort. Aber der Mond sagt, also es geschieht hier definitiv etwas. Der Neubeginn ist in Sicht und deine Gebete werden sich verwirklichen, auch wenn du es noch nicht siehst. Ja, so Löwe, wahrscheinlich bekommst du es mit einer Löwe-Person zu tun. Ansonsten steht der Löwe eben dafür, dass du dich nach mehr Spaß eventuell sehnst, weil Löwe steht auch für Spaß, für Fun einfach, also wirklich die Hobbys auch, für die Kreativität. Aber vom Gefühl her glaube ich, dass du es wirklich mit einer Löwe-Person zu tun haben könntest. Vielleicht bist du auch Löwe und du bist Aszendent Zwilling oder irgendwas, auch das ist möglich. Aber der Löwe steht natürlich auch für Kinder. Ja, vielleicht sind hier Kinder bei dir involviert, aber ich bekomme auch mehr rein. Okay, du brauchst jetzt wahrscheinlich wirklich mehr Spaß, mehr Freude. Na? Aber Löwe steht auch für Romanzen. Ja, ist auch wieder ein Hinweis. Partnerschaft, Romanzen. Vielleicht kommt ja wirklich ein Neubeginn mit einer Romanze, mit einer neuen Romanze oder du hast eine Romanze. Da läuft momentan was mit einer anderen Person, was eigentlich nicht ganz so gut läuft. Das habe ich aber alles schon gesagt, ne? So, das 11. Haus steht natürlich für Freunde, für Menschengruppen, aber auch Elektrizität, ne? Das 11. Haus herrscht über den Wassermann. Aber hier haben wir aber auch schon wieder die 11. So, jetzt erkennt man es ein bisschen besser. Die 11. Lieber Zwilling, bei dir sind sehr, sehr viele Einsen bzw. Elfen. Also, wie gesagt, die Eins sagt aber auch aus, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja? Die Eins steht auch immer für einen Neuanfang. Ja? Und wir haben hier den Neuanfang. Aber pass bitte auch auf, was du jetzt hier denkst, was du tust, was du sagst. Denn wir haben hier die Anziehung. Ja? Momentan geht alles für dich wahrscheinlich viel schneller als sonst. Also, dass du dir die Dinge schneller manifestierst als normal. Also, lieber Zwilling, ich sag's nochmal, pass da ein bisschen auf. Ja? Okay, lieber Zwilling, das war dein Orakel für den restlichen Monat Februar. Und ich stelle dir jetzt noch die Karten vor, die ich benutzt habe. Ich habe benutzt, das gibt es auch auf Deutsch, das ist das Ethereal Visions Illuminated Tarot. Dann habe ich verwendet, das ist das. Queen of the Moon Oracle von Stacy DeMarco.
Dann habe ich benutzt, das ist das, kleinen Moment. Das ist das Black Moon Astrology Cards. Und ich habe benutzt, das ist das Sacred Destiny Orakel von Denise Lin. So, lieber Zwilling, ich wünsche dir einen wunderschönen Rest Februar und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.